Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play und Help Dungeon Siege 2. Ja, und ich sehe einen ganz langen Heiltrank, der irgendwie ein bisschen wacky ist. Er müsste eigentlich nur hier oben sein. Ja, es geht weiter mit meinem momentanen Lieblingsspiel. Oh, das wird noch geil, das wird noch geil. Wir rüsten sie auch mal aus mit den Sachen. Ich musste neu anfangen, weil irgendwie konnte ich den Spielstand nicht mehr laden, wahrscheinlich, weil ich bei Drago Basel eine Leertaste gedrückt habe und deshalb nicht richtig, erkannt wurde. Dass ich lasse das so. Na, du brauchst noch Schuhe. Nimmst du die Schuhe? Jetzt habe ich Drago Basel, habe alles wieder gemacht, soweit. Muss ich sie noch skillen? Das in Naturmagie. Oh, eins zurück, eins hier. Sehr schön. Das ist Affinität, Schaden. Ja, genau. Das muss ich nur auf eins lassen. Also, dann geht's weiter. Ja, ich möchte raus. So. Du kannst doch mit deiner Waffe umgehen, nicht wahr? Mir wurde eine Klinge schon in die Wiege gelegt. Das sind sie, für wahr. Ja, bevor die Nacht hereinbricht. Besser das Blut der Morden als das meine. Gib Obacht mit dem Ding. Also, dann machen wir die Beschwörer mal. Leveln wir die. Tönt gut. Und jetzt sind wir im neuen Gebiet mit ein paar Lags, aber das sollte eigentlich gehen. There you are, prisoner. Come along. I am to take you to the outpost. It is just ahead. Ja, also okay. Das sind hier Mana-Büsche und das sind Lebensbüsche, wenn man hier drüber geht und die Fähigkeit hat. Zum Beispiel hier kann Mana Tränke brauen, also brauen, eher drüber laufen über die Gebüsche. Und außerdem können sie aus bestimmten Pflanzen Mana Tränke herstellen. Das Pendant ist hier bei Nahkampf. Irgendwo muss hier noch. Irgendwie kann man hier. Oh, das ist bei Fernkampf. Ja, hier Gesundheitstränke gewinnen. Also das können wir jetzt noch nicht, aber wir nehmen jetzt mal ein paar Mana-Tränke mit. So. Und jetzt gehen wir noch. Ah, hier haben wir noch einen. Jetzt können wir hier drüber, können wir nichts. Also wir müssen Überleben haben. Vom Fernkampfaspekt. Ja, das werden wir nicht wissen. Das hier ist so ein Schrein der Beschwörung. Hier kann man singen. Dazu geht man hier rein. Und gehen auf Gesänge. Und hier könnte man dann ein Gesang singen. Hey, greif mich nicht an. So. Also gehen wir kurz zuerst hier weiter, bevor wir hier hingehen. Dann haben wir ein bisschen bessere Ausrüstung. Können besser dort siegen. Ui, die Morden sind wieder hier. Help us! Ja. Ah, die verliert. Oh Gott. Dann müssen wir es regeln. Wir befreien den Außenposten. So, wir haben es geschafft. Jetzt müssen wir noch hier die Dinge aufmachen. So. Thank you. Tirani, what happened here? Celia, what a surprise to see you here. Look, the prisoner just saved us. I came here to make sure this one followed my orders. Saved you?
How is it I see the escort I sent lying here dead? Don't be too harsh, Celia. Jera was overwhelmed. There was nothing the prisoner could have done to save her. Too harsh? There is no such thing. Not for one who murdered our people and defiled our shrine. Oh, die mag mich immer noch nicht. Sister. All I see is a haunting remorse. We are not the only ones who have lost souls dear to us in this war. This prisoner saved our lives. Mm-hmm. Is it true what Karani says? Did you defeat those Morden? Ich bin kein Freund der Morden und war es auch nie. Ich möchte nur meine Heimat zurück. Some of the sisters seem to think that you deserve your freedom. I don't think so highly of it. But perhaps I could be yet convinced. Oh, sie könnte überzeugt werden, wenn ich irgendwie Waldis töte oder was. Sag mir, was ich tun soll. The Morden know we've suffered a devastating blow. They smell blood. Kirani tells me they are erecting towers around this village. Oh, Türme. They're over all of our outposts. Okay, was soll ich mit den Türmen machen? It's only a matter of time before they lay siege to our homes and destroy us all. Valdis plans to march to power over the bones of our people. Über unsere Leichen. Okay. And you'll save our lives. And yours. Okay, wir brennen die nieder. Okay, gut. And here is the stone that will allow you to use the teleporters to return to Aiyalon. Do well, and I'll consider granting you your freedom. I might even give you back your gear and that cheap medallion. So okay. It seems you hold dear things other than a sack of coins. You are more than meets the eye, prisoner. Yeah, yeah. See if those towers fall, every last one of them. Come, Karani. We must return to the prisoner ward. Okay, super. Also, jetzt haben wir noch ein bisschen Ausrüstung. Und neuen Helm. Der recht komisch aussieht. So. So. Und jetzt gib mir den großen Trank. Oh, ist wieder klein. Jetzt ist der Knüppel auch wieder normal. So. Also jetzt gehen wir zuerst zurück und machen diesen Weg dort. Wir wollen ja alles erkunden in diesem Spiel. Hier hat es noch einen Haku. Noch einen Heiltrank. Hier ist ein Turm. Kann man da rein? Mal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Scheinbar nicht. So, dann gehen wir nach unten. Und hier hat es solche Bücher, Symbole an den Türen. Man kann nur reingehen, wenn man die Fähigkeiten hat, aber weil wir ja Beschwörer sind, können wir nur eine Tür öffnen. Und wenn auch noch nicht. Ja, auch noch. Ah doch. Ah doch, sie geht auf. Und man bekommt eigentlich immer eine Belohnung. Eventuell auch eine Schriftrolle drin oder so. Das müssen wir dann am Ende des Spiels, also im Schwierigkeitsgrad Söldner, machen. Dass wir noch ein paar Truppen haben, die Nahkampf und Fernkampf haben, weil Kampfmagie und Naturmagie haben wir mit dem Beschwör. Und damit bekommen wir den ersten hellblauen Ding. Das sind seltene, die sind bei anderen Games zum Beispiel gelb, die seltenen Items, und die haben 4 Bonus oder noch mehr. Und dafür brauchen wir Level 8, machen wir also den nach unten. Und jetzt probiere ich noch mit dem Bogen die aufmachen, aber das geht wahrscheinlich nicht. Ja, zu schwach. Also, diese Schriftrollen geben immer einen Gesang. Die kann man sammeln und bekommt dadurch sehr starke Gesänge und so weiter. Aber ich benutze eigentlich im gesamten Spiel nur einen Gesang. Oder 2 Gesänge, also den besseren Gesang und den noch besseren Gesang, also 3 Gesänge. Von Magic Find. Mehr brauche ich nicht.
Das ist jetzt zum Beispiel der Gesang, der Geschicklichkeit steigert Geschicklichkeit für einige Zeit. Also es sind immer so temporäre Buffs, die ja, uns weiterhelfen. Aber wir spielen eine Challenge und wir brauchen die nicht. Aber wir sammeln natürlich alle, weil wir eben 100% spielen. Oh, da kommen ganz viele. Wir haben noch Mana, gut. Und dann eine für Cash-Figur haben wir noch. Dann schauen wir mal nach, was das für eine Figur ist. Oh, du hast mal ein Ding verloren. Todesresistenz, ja, das brauchen wir nicht. Das ist zum Sockeln von Gegenständen, das habe ich ja schon erklärt. Und ja. Oh Gott. So, am Anfang sind wir halt noch sehr schwach. Aber das wird schon bald besser. So, setzen wir doch ein bisschen die Fähigkeit, ne? Gut. Weiter geht's. Was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Kiste. Da kommen wir aber nicht hin. Also die mit dem Helm, mit der Maske sind die stärksten scheinbar. So. Hier haben wir auch nichts. Oh, hier haben wir einen Geist. Das gehört auch zu einer großen Quest. Die können wir noch nicht verstehen. Und ein zerfleddertes Tagebuch. Aber die lese ich jetzt nicht vor, später dann. In Spezialparts. So. Abgetragene Stiefel. Das ist nichts Gescheites. Und hier haben wir wieder einen Schrein. Ja, wir haben eben noch nur ein Gesang und den will ich ja nicht einsetzen, aber es gibt einfach so einen Buff und ja, es ist kein Gesang in dem Sinn, sondern nur ein bisschen herumhüpfen und dann hat man den Buff. Also muss ich den auch nicht jetzt unbedingt erzählen, also zeigen, eher gesagt. So, was haben wir hier noch? Wir haben noch ein paar Fässer. Dort unten haben wir Gegner. Okay, wir haben bald wieder ein Level up. Da ist einer, der herumhüpft. Ah, das ist ein Schamane. Und da kommt plötzlich von hinten noch ein. Oh, der schießt Blitze, den müssen wir besiegen. Und wir haben auch wieder ein seltenes Item gefunden. Dann schauen wir mal. Können wir hier. Ab wann können wir Stufe 5? Okay, wir sind Stufe 4. Müssen wir also noch einmal. Und hier haben wir Stufe 2 erreicht. Oh, super. Das bringt etwas mehr. Gut. Und jetzt können wir hier auch irgendwo an die Kiste. Ah, da ist sie. Und ein kleiner Grabstrahl könnten wir auch ins Zauberbuch tun. So. Hier hinten hat es nichts. Okay. Also.
hier ist wahrscheinlich der Ausgang wieder aus der Höhle heraus. Ist so ein Rundgang, eine Höhle mit zwei Eingängen. So. Okay. Oh, Moment kurz. So. Hier hat es noch eine Truhe. Okay. Wie das ist aber nicht so gut. Ja. Ja, Geschicklichkeit, doch. So. Ja, jetzt können wir weitergehen. Harmonisches Echo. Magie-Echo. Also schauen wir mal, was hier los ist. Gehen wir weiter. Irgendwo müssen die Türme sein. Okay, hier hat es ein paar Hakus. Oh, 20 Schaden. 21. Okay, hier ist nichts. Hier ist so ein Relaxplatz. Vielleicht für die Arbeiter der Dryaden. Oh. Was ist das für ein großes Teil? Bleibt hier, haut doch nicht ab. Gut. Tierhautfragment. Das ist wahrscheinlich auch wieder zum Sockeln. Und Intelligenz haben wir gesteigert. Sehr schön. Oh, hier ist der Tote. Bald Tote. Ja, er ist gestorben. Er stirbt automatisch. Aber die werden wir später sowieso zu Genüge treffen. Und hier haben wir einen Toten, den können wir aktivieren. Da kommt hier was raus. Wow, ein Secret. Und wir haben unser erstes Legendary gefunden, also Unique. Es ist ein Set-Item, also Set-Items gibt es auch, die gehören natürlich zu den also Uniques. Und jetzt müssen wir noch 4. Okay, wir haben eine, wir müssen 4 finden. Und das ist jetzt ein Spezialset, das findet man eigentlich immer, wenn man die geheimen Orte findet. Das ist so ein geheimes Ort, das bekommt man nicht von Gegnern. Das findet man einfach so. Das ist so das erste Set, das uns unterstützt und ist für Naturmagier gedacht. Und da sind wir ja bei beiden. So, was haben wir hier? Wieder Mana-Büsche. Oh, ein großer Mana-Trank diesmal. Ja, das sind die großen. Gut. Also die normalen meine ich, aber sie sind größer als die anderen. Und hier haben wir einen Haku-Jäger. Die sind getarnt. Und hier haben wir sicher auch wieder ein Secret. Ja. Okay, da kamen die Hakus raus. Hui. Ein Nesselbündel. Eins brauchen wir. Also wir brauchen mehrere. Aber ich glaube, mit der habe ich gar nicht geredet. Das muss ich dann noch machen. Genau, das habe ich vergessen. Also das letzte Mal haben wir sie angeredet. Aber diesmal noch nicht. Aber die Quests kann man sowieso auch später machen. Die müssen wir später machen, weil zuerst müssen wir mal die Nesselbündel finden. Oh, hier sind Morten. Das ist wahrscheinlich der Turm. Hunger, Grünsch. Grünsch. Hunger, Grünsch. Ja, es ist gut. Halt, wer da? Mein Gesicht solltet ihr aber kennen. Wir waren beide in der Schlacht am Stand von Greilin.
Ich kenne dich. Wie bist du mit dem Leben davongekommen? Dachte nicht, dass irgendwelche Söldner überlebt hätten. Die Dryaden hatten mich geschnappt, aber jetzt bin ich wieder frei und melde mich zurück. Bedauerlich, wir hatten uns darauf gefreut, dich zu töten. Wo soll ich mich melden? Geh durch das Tor hier und melde dich im Turm dahinter. Die Parole ist Jabba. Sei einmal mehr willkommen. Du wechselst schnell die Seiten. Hoffentlich muss ich mich nicht eines Tages gegen dich kämpfen. So. Und hier haben wir eine Fakesh-Figur. Das ist wahrscheinlich die gleiche wie vor. Schauen wir mal noch was. Das ist eine Tierhaut plus 3 Rüstung. Und hier haben wir die gleichen mit 7% Dunkelheitsresistenz. So, oh. Hier ist ein Hinterhalt. Ja, die braucht man jetzt. Ah, zu spät eingesetzt. Bis der die einsetzt, ist schon alles vorüber. Die Gegner down. Oh, hier kommen wieder solche Schamanen. Oh, und ein Raptor haben sie beschwert. Ein Söldnerhelm. Ah, die verschwinden, gut. Aha. Ich muss hier umenden auf angreifen. Damit die anderen auch angreifen, wenn ich nicht angreife, wenn ich gerade beschäftigt bin. So, hier haben wir wieder ein paar Gefäße. Okay, hier haben wir alles. Dann gehen wir doch weiter. Ja, ich habe, denke ich, mal alles. Hungry. Sind das grässliche Vieh. So, hier unten haben wir den ersten Turm. Da gehen wir aber noch nicht hin. Wir erkunden hier ein bisschen das Gebiet. Hier gibt es noch ein paar Secrets. Früher habe ich immer gelesen Secret. Dachte ich, hä? Ein Secret des Manas oder ein Secret des immer mehr oder ein Secret... Also Evermore. Und hier ist, glaube ich, irgendwo der Bossgegner, ja. Also jeder Gegner hat so einen Boss. Und der ist zufällig irgendwo. Und ist natürlich stärker und hat einen gelben, eine gelbe Aura. So, jetzt haben wir hier auch wieder ein Level. Und da oben auch gleich. Dann setzen wir doch mal den Skill hier ein. Bei dem Hilfe. Bei dem bringt's gar nicht, oder was? Ja, bei dem bringt's gar nicht. Okay, der ist ihm nun gegen Stunnen. Oh, knapp. Ja, wir haben gewonnen. So. Ah, wir haben sie ausgerüstet. Genau. Was hast du bekommen? Eine Salbe. Die nehmen wir mal. 5 Gesundheitsregeneration ist jetzt nicht so gut. Maximale Gesundheit. Wenn man die einsetzt,
So, dann setzt er sie automatisch ein. Dann haben wir mehr Leben. Und jetzt können wir hier Tapferkeit beschwören nehmen. Sehr schön. Also jetzt sind wir schon ein halber Summoner. Jetzt müssen wir eigentlich nur noch einen Summoner-Spell haben. Den nehmen wir gleich später, wenn wir zurück können. Und jetzt gehen wir noch hier über die Hängebrücke. Schauen wir, was hier ist. Ganz viele Gegner, die nerven. Aber die haben wir auch geschafft. Gut. Ah, hier hinten ist noch eine. So, fertig. Hier haben wir ein kleines Lager. Mit vielen Sachen zum Zerstören. So. Und hier haben wir noch eine Kiste. Mit was drin? Ein gewebter Stiefel. Okay. Ja, die sind besser. So. Und dann geht's weiter. Fackeln wir den Turm ab. Ich weiß schon wie. So, hallo Leute. Bin ich froh. Hoffentlich gefällt dir, was du sehen bekommst. Okay. Die Parole ist tot. Hol ihn dir ab. Also, wenn wir die richtige Parole sagen, das war, glaube ich, Chiba oder ein Chaba. Oder eins vom Weiten. Vor allem, dann werden sie uns angreifen. Wir nehmen die 4 und greifen sie an. Oh, der Feuerballmager. Den müssen wir besiegen zuerst. So. Oh, die sind stark, die Wölfe. So. Also dann werden wir hier mal das Teil kaputt machen. I would have died by nightfall had you not arrived. You have my thanks, stranger. Who are you? Ein Gefangener eures Volkes. Ich diente einst Valdis. Valdis? I cannot believe that a servant of that merciless tyrant would have acted so bravely. Ich diene ihm nicht länger. Ich habe Valdis wahres Gesicht gesehen. Jetzt werde ich mir mit Freunden jeden Mordens Jäzer befördern, der sich zwischen mich und meiner Heimat stellt. Valdis is driving his forces hard. I overheard the Morden complaining of his ruthless demands. He never tires, never rests, and he expects the same from his servants. Oh Gott, Valdis wird seine gerechte Strafe bekommen. Nun, wie brenne ich diesen Turm nieder? It hasn't rained in a while. The wood's sure to be dry. If you could make a torch, it would burn beautifully. But watch okay. Out. I saw them loading explosives inside. Wie kann ich eine Fackel machen? Ah, es ist Sprengstoff drin, okay. Wie kann ich eine Fackel machen? Pieces of my cage. Light them on that campfire over there. Ah ja, gut. Dann nehmen wir mal eines. Da bekommst du mal eine Waffe. Hier. Hast du eine Waffe. Hier. Nicht den blöden Bogen. Jetzt zündest du sie an. Und da macht's Boom. Oh. Das hat aber gut Boom gemacht. So, toll. Jetzt können wir hier weiter. Man könnte jetzt zurückgehen und die restlichen Morden noch besiegen, aber das machen wir jetzt nicht. Wir wollen weiter.
Diese Türme der Morden werden brennen, egal wie. Ja, in diesem Spiel gibt es von jedem Charakter eigentlich so Dialoge. Und wenn man zum Beispiel zwei bestimmte Charaktere dabei hat, reden sie miteinander und so. Und ja, sie hat jetzt zum Beispiel, ja, weil sie ja Triade ist, ein bisschen Hass auf die Morden. Und sagt deshalb, ja, vermehrt über die Morden irgendwas. So, Dele. Das sind wieder neue Gegner. Oh, hier haben wir was. Ein bisschen versteckt. Also, in diesem Spiel hilft es sehr, mal überall ein bisschen herumzuschauen. Weil viele Quests und so werden so gelöst. Und auch, ja, neue Items und so bekommt man eben wie so, zum Beispiel das Set. Das erste Set findet man einfach so an Geheimnissen, an geheimen Orten. Und ja, eine ist recht gut versteckt innerhalb von einem Wasserfall. Aber wenn man die Gegner ein bisschen anschaut, dann sieht man eigentlich den Eingang gut. Also eben, das sind Verstecke, die sind sehr leicht. Es gibt da noch Verstecke, die sind sehr schwer zu finden. Aber das seht ihr dann im Verlauf des Let's Plays. Und hier haben wir gleich zwei von diesen, wahrscheinlich Stärke und Intelligenz. Ja, kurzer Gesang der Stärke und kurzer Gesang der Intelligenz. Sehr schön. Ja, hier gibt es einen Weg, wo kommen wir nicht weiter. Da brauchen wir einen anderen Charakter. Es gibt so Charaktere-Quests, die nur für die Charaktere sind, und also wenn sie dabei sind. Und hier kommt man dann durch, wenn man eine bestimmte Person mitnimmt. Aber ich sage nicht, welche es ist. Ein bisschen taktisch den Stein einsetzen. Gut. Und weiter geht's. Ja, was haben wir hier? Haben wir eigentlich... Ah ja, wir können zurück. Wir haben nämlich hier einen Teleporter. Den will ich jetzt benutzen. Und die Sachen verkaufen, die wir gesammelt haben. Und dadurch neue Items. Zum Beispiel eben eine Beschwörung. Einsetzen. Also kaufen und dann einsetzen. Ja, toll. Wir kommen vorwärts und jetzt gehen wir kurz die Quest annehmen mit dem Nesselbündel. Die habe ich ja vergessen, das zweite Mal zu machen. So. Ich hätte gern einen Gegenstand verzaubert, aber das machen wir ja nicht. So. Schmeißen wir mal das Zeugs, das wir nicht brauchen, weg. Also das meiste Zeugs können wir eigentlich fortschmeißen. Nehmen wir hier ein paar Tränke mit. Da haben wir gut Geld verdient. Solche Teile müsst ihr immer mitnehmen. Wenn ihr zum Beispiel Nahkämpfer seid und zum Beispiel der Heiler ist gestorben, der kann sie ja nur wiederbeleben eventuell, könnt ihr so eine Schriftrolle benutzen. Für jeden Charakter würde ich ein paar Münzen haben. Hä? Das ist eine kleine Heilung als Stab. Was ist denn das für Buggy? Wieso ist das Spiel so buggy? Okay, da kaufen wir einen Fahnenverteidiger. Bringt's noch nicht. Wir werden auf Level 7 warten bis die erste Beschwörung. Und nehmen gleich zwei mit. Und die kleine Heilung kann weg. Die regnet jetzt so wenig Mana.
dass es kaum was bringt, die mitzunehmen. Und wir haben sie ja schon dabei. So. Gut. Dann haben wir eine Beschwörung. Und das nächste Mal schauen wir den kleinen Raptor mal an, diese Beschwörung. Und ja, kaufen noch kurz einen Stab. Zum Beispiel den. Ja, ist zwar Kampfmagie drauf, aber immerhin. Ja, okay, dann nehmen wir für den hier. So. Gut. So, aber jetzt noch umdrehen, also. Und ja, das nächste Mal, ja, machen wir die Mordentürme kaputt und werden wahrscheinlich dann den Ring um den Hals ja, wieder abgenommen uns, und wir sind dann frei, ein freier Mensch. Okay, benutzen beide. Aha. Also dann. Tschüss, Dankeschön fürs Zuschauen und hoffentlich gefällt es euch, dieses Projekt, dieses Let's Play. Also dann, tschüss.